Ja, schönen guten Morgen zusammen. Bei mir geht es schon wieder weiter. Gestern habe ich nicht wahnsinnig viel gefilmt. Ich bin da ein bisschen gelaufen, ich bin zum See runter. Und ja, aber es hat nicht wahnsinnig viel Spannendes gegeben zum sehen. Darum ja, habe ich jetzt den Tag geskippt und heute geht es weiter. Ich gehe jetzt zu der Autobusstation und danach geht es etwa eineinhalb Stunden in die nächste Stadt, wo ebenfalls etwa so schön sein soll wie San Miguel. Was ich mir jetzt momentan noch gar nicht vorstellen kann, weil die Stadt ist einfach wunderschön. Aber wenn das nur 80% von dem erreicht, bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Ja, ich bin jetzt angekommen in Guanajuato. Und ja, das ist eine sehr nice Stadt, sie hat etwa 180'000 Einwohner. Es ist eine Studentenstadt, hat etwa 3 Universitäten da. Und ja, es hat auch kulturell sehr, sehr viel zu bieten haben, schöne Gebäude. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt hier noch bei der Busstation, da im Hintergrund seht ihr es vielleicht. Es ist ein bisschen außerhalb, jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie ins Zentrum komme. Am besten mit diesen Bussen hier. Jetzt bin ich also mit einem lokalen Bus unterwegs und es hat 5 Pesos gekostet. Und vorne habe ich fast noch mein Käppi im Bus vergessen, aber wir mussten zurückspringen, um das noch zu holen. Es war zum Glück genommen, also der Bus und das Käppi. Und ja, ich glaube, es geht nicht allzu lang, bis wir hier im Zentrum sind, aber es ist schon noch ein Stück. Also ich denke, schon etwa eine Viertelstunde muss ich glaube schon fahren. Aber eben die Busse hier, die lokalen Busse, sind relativ günstig. Da kostet es 5 Pesos, in anderen Städten 6, 7 Pesos. Ja, nicht so wahnsinnig teuer. Wäre jetzt nicht schon genug hier in den Berg hochgekraxelt, geht es jetzt hier noch drauf. So im Hostel. Ja, aber wenn man von dort oben keine geile Aussicht hat, weiss ich auch nicht, weil ich bin schon recht weit und lang gelaufen vor allem. Ich etwa 3/4 Stunde. Und jetzt schaut euch mal, es ist endlos. Aber ich glaube, ich sehe es. Bitte. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt. Es ist so ein schwarzes Schild. La Casa de Dante. Und das ist mein Hostel. Gott sei Dank. Heiliges Hirn. Noch etwas. Wenn ihr reisen wollt, schaut einfach, dass ihr nicht zu viel mitnehmt. Weil ich habe jetzt relativ wenig Gewicht. Wenn ich mir vorstelle, viele haben noch etwa 7-8 Kilo mehr am X dabei als ich. Der Tod. Das wollen wir euch definitiv nicht antun. Ich sage jetzt einfach, das ist ein Witz. Es ist so einfach eins. Das heisst, noch mal eine Stunde warten. Ich brauche ein Bier. So, Trick 77 angewendet. Jetzt schaut euch mal, was ich da gebastelt habe. Das ist der PackSafe, meine Damen und Herren. Mega geil. Weil da kann man nämlich mit einem Stahlseil immer irgendwo anmachen. Ist eigentlich nicht für das gedacht, dass man ihn außerhalb vom Hostel anmacht, aber jetzt in dem Fall bin ich froh, bin ich nur jetzt mit dem Kleinen unterwegs und jetzt kann ich irgendwo das Bier nehmen. Da unten ist die Stadt, das sehen wir jetzt von da nicht so wahnsinnig gut. Mein Hostel hat den Blick gegen dahinter, das ist auch ein Stadtteil. Und da hat es überall die richtig geilen Felsvorsprünge dort. Sieht richtig, richtig schön aus. Und ich habe gesehen, dass da Mountainbike-Touren anbietet. Und das muss man jetzt sicher noch mal ein bisschen schlau machen drüber, weil das wäre Weltklasse, wenn man da ein bisschen in die Hügel oder da in die Berge rauf. Dort, von dort haben wir sicherlich eine ganz, ganz geile Aussicht. Und irgendetwas muss ich da machen. So ein bisschen wandern oder go bike oder sonst irgendetwas. Aber da hat es genug Angebot, von dem her würde ich sicher etwas machen können. Und jetzt, ja, ich bin immer auf der Suche nach einem Bier. Ich weiß nicht, ob ich da etwas bekomme. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
glaube ich, mein erstes Bier seit über einer Woche, weil es mir recht scheiße gegangen ist. Es geht mir immer noch nicht so hundertprozentig gut, ehrlich gesagt. Aber, ja, life must go on. So, jetzt hat es also mein langer sehnte Bier gegeben. Und ich habe noch gerade zu Mittag gegessen dort. Shrimps, das ist so ein Seafood-Restaurant. Restaurant gsi. Obwohl da weit und breit kein Sea rum ist, aber ist eine Wurst. Oh ja, es war gut gewesen. Shrimps mit so. Das ist nicht Zwiebeln, sondern Knoblauch. Genau, Knoblauch. Und ja, jetzt gehe ich mal zurück zum Hostel, um zu schauen, ob mein Rucksack echt genommen ist. Ein Glück, er ist immer noch da. Ja, Leute, da wäre ich also im Hostel. Jetzt gerade völlig alleine in dem Zimmer, in dem riesigen Zimmer. Vorne ist, habe ich gerade Lisa, die ist da hinten. Also jetzt nicht, jetzt ist sie gegangen, aber Lisa kommt von Deutschland und sie ist jetzt da in Mexico City am Studieren und macht jetzt so ein einen Wochenendausflug da hinten. Und ja, wir haben jetzt gerade noch ein bisschen pläudert und ja, jetzt müsst ihr euch mal die Aussicht anschauen von meinem Zimmer aus. Richtig geil und das Bad habe ich gar noch nicht angeschaut. Ja. Passt, tipptopp. Und oben hat es glaube ich noch eine Terrasse, die recht geil sein sollte. Klar mit dieser Aussicht, nicht wahr? Und ja, ich... Was mache ich jetzt? Keine Ahnung, ich gehe vermutlich noch einmal ein bisschen in die Stadt. Anschauen. Jetzt schaue ich noch gerade, ob ich irgendwie eine Tour buchen kann, weil eben, ich möchte ein bisschen hier in die Berge. Und ja, dann tue ich vielleicht gerade noch irgendwie eine Nacht anhängen da. Das tue ich jetzt schnell schauen. Und nachher würde ich sagen, sehen wir sich dann unten wieder. Oder so. Ich weiß auch noch nicht. Ich denke, in der Stadt unten sehen wir sich dann schon wieder. He? Also, hasta luego. Ja, gerade auf der Terrasse oben. Das ist einfach unbeschreiblich schön da. Ich finde die Stadt jetzt schon richtig geil, obwohl ich eigentlich noch nicht viel gesehen habe. Aber schaut euch das mal an. Einfach richtig nice mit all diesen alten Gebäuden, die so ein bisschen farbig angemalt sind und so die ein bisschen hügelige Landschaft da. Sieht richtig schön aus. Und ja, ich gehe jetzt mal in die Stadt. Mal schauen. Ich will jetzt eben noch wegen dem Dings schauen. Und dann, ja, also wegen dem Dings, wegen dem Bike oder Hike-Tour. Und dann, ja, mal schauen. Ja, ich bin jetzt gerade vor dem Universitätsgebäude und das ist recht ein eindrückliches Gebäude. Jetzt von hier sehen wir es nicht so gut. Aber auch der Ausblick von hier ist recht schön. Schau mal. Also von hier haben wir wirklich geile Aussicht. Und ja, ich weiss jetzt aber nicht genau, was ich jetzt noch weitermache, weil vorne ist es mir hundsmiserabel gegangen. Ich hatte so ein bisschen kolikartige Bauchkrämpfe. Ich bin davor irgendwie auf die Stege gehockt, eine halbe Stunde lang, und musste mich ein bisschen erholen. Es ist mühsam, es ist scheiße. Es kommt immer wieder und dann geht es. Dann ist wieder kein Problem und dann, ja. Ich bin sogar am Studieren, habe ich zum Doktor gesehen und das braucht jetzt wirklich viel bei mir. Ja, mal schauen. Ich warte sicherlich noch irgendwie ein, zwei Tage ab und wenn es dann immer noch nicht besser ist, dann gar nicht. Weil dann habe ich es schon. Wann habe ich es jetzt erstmal? Am Samstag, letzten Samstag und jetzt ist Freitag. Also,
Ja, ich warte jetzt noch ein bisschen ab. Momentan geht es gerade wieder. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Stadt und ich laufe jetzt noch ein bisschen rum, solange es geht. Sonst hocke ich halt wieder irgendwo hin. Und ja. Ich bin gerade vor der Kiss Alley und jetzt müssen wir das mal anschauen. Das ist eine ganz eine enge Straße und man sagt, dass man, wenn man sich dort küsst, dass man 7 Jahre Glück hat. Und das ist, weil obendran die Balkone sehr nah zusammen sind. Schauen wir mal. Jetzt haben sich früher die hier gewohnt haben, haben sich so heimlich über den Balkon geküsst. Und darum bringt jetzt das Glück, wenn man sich dort unten dran küsst. Genau, das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von dieser ganzen Sache. Ja, das wäre es also gewesen vom ersten Teil von Guanajuato. Morgen geht es wieder weiter. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall zum Einschalten. Und ja, dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.